Kriminalstimme, den Tätern auf der Spur. Echte Kriminalfälle, die bis heute die Region erschüttern. Wer in Möckmühl an der Stadtmauer entlang spaziert, kommt an einem hübschen Turm vorbei. Unten Stein, oben Fachwerk. Außen verrät ein Schild etwas über seine Vergangenheit. Hexenturm ist darauf zu lesen. Im Inneren gibt es ein 5 Meter tiefes Verlies, das nur über eine kleine Öffnung, ein sogenanntes Angstloch in der Verliesdecke zugänglich war. Die heutige Folge führt uns zurück in die dunkle Vergangenheit von Möckmühl. Eine Zeit von Folter, erpressten Geständnissen und Hexenverbrennungen. Willkommen bei der Kriminalstimme. In diesem Podcast gehen Journalisten der Heilbronner Stimme echten Kriminalfällen aus der Region nach. Kriminalfällen, die die Region beschäftigt haben und noch heute beschäftigen. Mein Name ist Sarah Utz. Ich bin Redakteurin in der Online-Redaktion und stelle Ihnen einen außergewöhnlichen Fall vor, der sich im 17. Jahrhundert in Möckmühl zugetragen hat. Die Frau des ehemaligen Bürgermeisters Elisabeth Metzger gerät im Jahr 1666 in den Verdacht der Hexerei. Redakteurin Heike Kienkopf spricht mit Dr. Wolfgang Merle vom Landesarchiv in Stuttgart, der sich intensiv mit der Geschichte der Hexenverfolgung beschäftigt hat. Für uns hat er die Akten zum Fall Elisabeth Metzger herausgesucht und studiert. Denken Sie, dass die Hexe, über die wir gleich sprechen werden, in diesem Angstloch gefangen gehalten wurde? Also ich weiß, dass die Beklagten der Prozesse 1655 und 1656 zum Teil in diesem Turm gefangen gehalten wurden, aber die wurden verteilt auf verschiedene Gefängnisse, die in den verschiedenen Stadttürmen waren. Und bei dem Prozess von 1667 ist es mir nicht gelungen herauszufinden, wo die Beklagte da gefangen gehalten wurde. Ich weiß es also nicht, wo sie war. Was ist aber eigentlich damals passiert? Worum geht es in diesem Fall? Ja, es ist ein Hexenprozess, der eigentlich auf eine Weise entsteht, wie es vielleicht auch 100 Jahre vorher schon möglich gewesen wäre. Also das heißt, es ist eine alte Frau, eine alte und auch als arm beschriebene Frau, die nun in den Verdacht der Hexerei gerät. Es ist eine Frau eines ehemaligen Schultheißen aus Lampoldshausen, also nicht aus Möckmühl, sie kommt aus Lampoldshausen. Und ja, sie steht eben im Geruch der Hexerei. Man erfährt über sie nicht allzu viel. Also sie ist über 60 Jahre alt, was damals schon natürlich ein sehr hohes Alter war. Sie ist Witwe, sie ist weitgehend vermögenslos. Sie hat wohl ein Häuschen und einen Garten, aber sonst weiters kein Vermögen. Und sie kommt nun in den Geruch der Hexerei. Also das ist zunächst mal ein soziales Phänomen. Also in diesem Dorf gibt es irgendwelche Gerüchte, und diese Frau tritt eben in den Fokus dieser Verdächtigungen. Und es sind im Grunde zunächst mal eigentlich nur zwei Ereignisse, die sie dann konkret verdächtig machen. Und zwar hat sie in der Kirche zweimal eine andere Dorfbewohnerin, wie es heißt, gestupft. Also irgendwie gestoßen beim Grüßen. Infolge dieses Stupfens, wie die Leute dann meinten, hat eben diese Frau eine Engbrüstigkeit bekommen. Das heißt, sie hat keine Luft mehr bekommen. Sie drohte zu ersticken und führte das eben auf dieses Stupfen da zurück. Und dann gibt es noch einen ähnlichen Vorfall, wo sie auch eine andere Frau eben auch irgendwie stößt. Und dann wird der Arm, die Frau an der Achsel und der Arm wird dann lahm, angeblich durch dieses Stupfen. Also das sind so die zwei Ausgangsvorwürfe gegen diese Frau, die Elisabeth Metzger heißt. Aber das sind ja doch aus heutiger Sicht sehr geringe Anlässe und auch nicht besonders aufregende Anlässe, um das vielleicht mal so zu formulieren. Jemand wird gestoßen, okay. Dann würde man heute jetzt Man hätte auch damals schon eine andere Erklärung finden können, als das nun auf Hexerei und Zauberei zurückzuführen. Aber es ist eben bezeichnend, dass man es in diesem Fall nicht gemacht hat. Deswegen sage ich, es ist ein soziales Phänomen. Es geht hier um die Interaktion
um die Kommunikation in dieser Gemeinde in Lambolzhausen. Und da ist nun eben der Verdacht auf die Elisabeth Metzger gefallen. Und das scheint jetzt nun ein Verdacht gewesen zu sein, den eben doch relativ viele Dorfbewohner geteilt haben. Könnte man vielleicht einfach vermuten, die Frau war nicht besonders beliebt? Das könnte man so vermuten, ja. Also sie hat auch dann während des Prozesses eigentlich, sie scheint eher isoliert gewesen zu sein. Sie hat keine Fürsprecher, sie hat keine Leute, die sich für sie einsetzen können oder die das tun. Mhm. Ich habe mir auch überlegt, ob vielleicht die frühere Position ihres Ehemannes, der verstorben ist, als Schultheiß, ob das damit irgendwie zusammenhängen könnte, dass der sich irgendwie unbeliebt gemacht hat oder dass da Dinge noch ausstehen, die dann zu solchen Anschuldigungen und Verdächtigungen führen. Aber man hat dann keine, also aus den Prozessakten gehen keine direkten Hinweise darauf hervor. Wie hat man sich denn dann das Miteinander in so einer Kommune wie jetzt in Lambolzhausen vorzustellen zu der damaligen Zeit? Also das Miteinander war natürlich in diesen Gemeinden immer auch irgendwo hierarchisch strukturiert. Also es gab natürlich Leute, die die Initiative hatten, die vorgegeben hatten, was gemacht wird, und andere, die eben weniger Einfluss haben, die am Rande der Gesellschaft, wie das eigentlich immer so ist. Das war in Lambolzhausen wie in jedem anderen Ort genauso. Und wir sind aber nun in der Zeit, also 60er Jahre des 17. Jahrhunderts. Das ist so, wenn man jetzt mal so auf eine zeitliche Perspektive der Hexenverfolgung in Europa denkt, eher am Ende dieser Verfolgungen. Aber es ist eine Zeit, in der diese Hexenverfolgungen nochmal aufflackern. Es gibt auch in anderen südwestdeutschen Städten in dieser Zeit Hexenverfolgungen. Der Höhepunkt liegt eigentlich schon weiter zurück, in den 20er Jahren bis zum Beginn der 30er Jahre. Aber in den 60er Jahren flammt sozusagen diese Hexenverfolgung nochmal auf. Und das ist natürlich auch der Hintergrund solcher Vorwürfe. Jetzt ist es natürlich schon so, Sie sagten, in dem Ort gab es natürlich auch Hierarchien, Menschen, die eher zu den vielleicht Wortführern auch gehörten oder das Ansehen hatten, und natürlich Menschen, die eher am Rand standen. Wobei als Frau des Bürgermeisters, hätte ich ja jetzt auch vermutet, steht sie vielleicht eher sogar in der Hierarchie ganz oben, aber das scheint ja nicht der Fall gewesen zu sein. Scheint nicht der Fall gewesen zu sein. Die Prozessakten geben darüber nur relativ wenig Auskunft, muss man sagen. Also über diese sozialen Hintergründe. Man kann feststellen, dass sie irgendwo schon, denke ich, isoliert war oder zumindest nicht so viel Kontakt hatte, aber auch nicht völlig isoliert. Denn diese Vorfälle, von denen wir hören, die zeigen ja, dass sie in der Kirche war, dass sie aber auch Nachbarn besucht hat, sonst wäre es ja zu diesem Stupfen beispielsweise gar nicht gekommen. Also sie scheint irgendwo am Rande gestanden zu haben. Und dann ist natürlich immer die Frage, nähern sich diese Hexerei-Verdächtigungen auch durch konkrete Handlungen dieser Person? Also hat sie vielleicht wirklich versucht, irgendwelche magischen Praktiken anzuwenden? Darüber erfahren wir aber leider in der Akte dann eigentlich nichts. Also so, dass ich fast vermute, dass dieser Hintergrund gar nicht so stark gegeben war. Wie sind denn jetzt aber dann die Ermittlungen, sag ich mal, in Gang gekommen, wenn man von Ermittlungen sprechen kann? Dann steht dieser Vorwurf im Raum, die hat mich gestoßen und dann habe ich keine Luft bekommen und wäre fast erstickt. Was konnte man daraus machen? Also diese Vorwürfe führen letztlich im Herbst 1666 dazu, dass die Elisabeth Metzger nun verhört wird. Und zwar finden diese Verhöre zunächst in Lambolzhausen auch statt. Und da sind im Prinzip immer zwei Personengruppen dabei. Also einerseits Gerichtspersonen, da ist also am wichtigsten zu nennen der Vogt von Möckmühl, der schon hinzugezogen wird. Aber dann sind auch immer Geistliche dabei. Also in den verschiedenen Etappen des Prozesses treten da unterschiedliche Geistliche auf, also sowohl der Pfarrer von Lambolzhausen als auch der Pfarrer von Möckmühl, nach dem übrigens heute in Möckmühl noch eine Straße benannt ist, Simon Elsässer, als auch der Dekan von Neuenstadt. Die treten in verschiedenen Prozessphasen immer wieder auf. Und jetzt in der ersten Phase kommt es also zu einer
wie man so sagt, zeitgenössisch gütlichen Befragung. Das heißt also eine Befragung ohne Anwendung der Folter. Sie wird also mit diesen Vorwürfen konfrontiert. Und es führt natürlich dazu, dass sie diese Vorwürfe abstreitet. Ist ja klar. Also sie versucht natürlich eben die auch aus heutiger Sicht naheliegenden natürlichen Erklärungen zu geben. Aber das scheint ja die Ermittler nicht beruhigt zu haben oder davon abgebracht zu haben, sie weiter zu verhören und zu verfolgen. Die zweite Stufe ist dann, dass ausgehend von diesen zwei Vorwürfen eben Zeugen aufgerufen werden. Aus dem Ort, was gibt es denn noch, was wir gegen diese Elisabeth Metzger geltend machen können? Und dieser Aufruf, wenn man so will, also das ist ja, ich finde, das ist ja eine kleine Gemeinde, ja, das führt nun dazu, dass also weitere Vorwürfe gegen sie erhoben werden. Entschuldigen Sie, wenn ich unterbreche, aber das hört sich ja so an, man hat diese beiden Vorwürfe, dann befragt man sie dazu, so richtig habhaft wirkt man dem Ganzen nicht und dann sagt man, was könnten wir denn noch ins Feld führen, um diese Frau irgendwie zu belangen, nicht loszulassen, sondern zu versuchen, ihr irgendwas anzuhängen, würde ich heute sagen. Das ist die große Frage der Hexenverfolgung auch, inwieweit diejenigen, die ermittelt haben, die Richter waren, die Ankläger waren, inwieweit die selbst von diesem Superverbrechen Hexerei überzeugt waren oder inwieweit es eben auch um eine Instrumentalisierung ging, eben bestimmte Leute loszuwerden, mit so einem Verdacht zu versehen und sie dann letztlich mit einem Gerichtsverfahren zu überziehen und hinzurichten. Es gibt sicherlich beides. Okay. Und es ist aber im Einzelfall immer unheimlich schwer zu entscheiden, wie die Motivation dieser Individuen, die damals gehandelt haben, wirklich gewesen ist. Also ich würde jetzt auf der ersten Stufe erstmal sagen, ja, es ist ein Verdacht da. Vielleicht gibt es Hexerei. Es gibt in dieser Zeit an verschiedenen Orten, jetzt außerhalb Möckmühls und so weiter, gibt es Hexereiverfahren. Jetzt müssen wir dem auf den Grund gehen. Gibt es denn weitere Indizien, die dafür sprechen, dass diese Frau Metzger nun eine Hexe sein könnte? Und da wird dann nun eben im Dorf sozusagen herumgefragt und es treten eben neue Indizien hinzu. Also sie hätte Kindern einen Apfel gegeben, denen ist es dann schlecht geworden. Sie haben sich, wie sich herausstellt, wie auch in den Akten drinsteht, eigentlich lediglich übergeben. Es ist weiter nichts passiert. Sie haben sich also übergeben, der Apfel war vielleicht irgendwie schlecht oder sie haben vielleicht vorher schon was Schlechtes gegessen gehabt und mussten sich übergeben. Aber das wird dann in diesem Kontext eben mit diesem Hexerei-Delikt in Verbindung gebracht. Dann kommen andere Indizien hinzu, die also diese ersten genannten Indizien sind ja alle so im Bereich des Schadenzaubers. Also das heißt, ich habe jemandem einen Schaden zugefügt. Aber es gibt dann eben andere Indizien, die eher so aus dem Bereich der dämonologischen Hexenlehre stammen. Heißt, diese Elisabeth Metzger, die also immer in den Akten auch Jägerin genannt wird, ist nun vor Gericht und sie kann, obwohl sie weint, bilden sich keine Tränen. Sie weint ohne Tränen. Das wird in den Hexereiverfahren des 16. und 17. Jahrhunderts immer wieder als Indiz gesehen für eine hexische oder verzauberte Person. Das tritt nun auch bei ihr auf. Man kann das sicherlich aus heutiger Sicht psychologisch erklären, dass sie vielleicht unter so einem Stress dann einfach keine Tränen fließen, obwohl man weint. Aber das galt eben auch als Indiz dann letztlich. Und so sammelt sich so, kommt so eins zum anderen. Und der Verdacht in der Sicht der damaligen Ermittler konkretisiert sich. Aber das heißt, man hat weitere Indizien gesucht und dann kam es auch relativ schnell zu einem Prozess. Ja, es kommt zu einem Prozess. Allerdings relativ schnell muss man jetzt relativieren. Es ist dann zunächst Notwendigkeit in Württemberg, bevor man jetzt nun strafrechtliche Ermittlungen einleitet, also über diese Vorermittlungen hinausgehend, also bevor man regelrecht einen Prozess führt, in Stuttgart nachzufragen. Und zwar werden die städtischen Gerichte und die Gerichte im Herzogtum Württemberg vom Oberrat, also einer zentralen Regierungsbehörde, überwacht. Und die müssen bei bestimmten Verfahrensschritten zustimmen. Also beispielsweise müssen sie zustimmen, wenn Folter angewandt wird. Das dürfen die lokalen Gerichtsleute
in Möckmühl nicht machen. Oder auch bei dann Urteilssprüchen müssen sie das absegnen. Wenn es ein Todesurteil ausgesprochen wird, muss sogar der Herzog zustimmen. Also der hat nämlich ein Gnadenrecht, der könnte also jederzeit Personen, die auch vor ordentlichen Gerichten verurteilt wurden, könnte er begnadigen. Also insofern kommt jetzt Stuttgart ins Spiel. Der Oberrat in Stuttgart war ein Gremium, das sich aus gelehrten Juristen und Adligen zusammensetzte, also aus Fachleuten und juristischen Laien. Wie die Entscheidungsfindung in dem Gremium genau ablief, wer sich durchsetzen konnte, das lässt sich heute nicht nachvollziehen. Überliefert ist nur das Ergebnis in den Akten. Er erhielt im Fall Elisabeth Metzger im Herbst 1666 ein Schreiben, in dem der ganze Fall geschildert wurde, mit der Frage, was sollen wir jetzt tun? Die Antwort kam erst am 7. Februar 1667, also mit einer gewissen Verzögerung. Bis dahin war Elisabeth Metzger frei. Doch Stuttgart entschied, es lägen erhebliche Verdachtsmomente gegen Elisabeth Metzger vor. Sie müsse inhaftiert werden und es seien weitere Untersuchungen notwendig. Elisabeth Metzger wurde also ins Gefängnis geworfen und mehrfach noch einmal gütlich, also ohne Folter, befragt. Später ließ der Oberrat ein Rechtsgutachten erstellen, mit dem Ergebnis, Elisabeth Metzger sei nun zu foltern. Willkürlich erscheinende Vorwürfe und doch so klar strukturierte Entscheidungswege. Aber nicht immer wurde sich daran gehalten. Aus den Dokumenten geht jedoch eines klar hervor. Je mehr Instanzen involviert waren, desto höher die Chance der Angeklagten zu überleben. War das in dem Fall auch so? Wurden Vorschriften, Vorgaben missachtet? Oder war in diesem Fall Stuttgart schon auch, sag ich mal, auf Seiten der Ermittler? In diesem Fall wurden Vorgaben im Wesentlichen nicht missachtet. Also die Vorgaben des Oberrats wurden befolgt. Und ich bin doch der Meinung, dass das letztlich eine Folge der groben Missachtung von Stuttgarter Vorgaben in den Möckmühler-Hexenprozessen der Jahre 1655-56 ist. Damals ist also den Vorgaben nicht entsprochen worden. Das hat dazu geführt, dass ein Beklagter, ein Mann, dann in der Haft verstorben ist, weil einfach willkürlichste Foltermethoden angewendet worden sind, auch Foltermethoden, die also gar nicht üblich waren. Also man kann ja Leute mit allen möglichen Dingen quälen. Und das ist in Möckmühl damals so passiert. In diesem Prozess dann nicht mehr. Und ich denke, dass eben den Möckmühlern bewusst war, okay, damals haben wir irgendwo, da gab es dann auch hinterher also Vorwürfe aus Stuttgart. Was habt ihr denn da gemacht? Das war ja kein richtiges Verfahren. Und dass deswegen also in diesem Prozess jetzt noch streng so nach Vorgaben eigentlich verfahren worden ist. Man muss dazu sagen, die Richter der Jahre 1655, 56 waren 10 Jahre später nicht mehr im Amt. Es waren andere Personen auch. Wie ging es denn jetzt aber mit der Hexe in Möckmühl weiter? Eben Stuttgart war involviert, hat Anweisungen und Vorgaben gemacht. Ja. Wie sind dann die nächsten Schritte gewesen? Jetzt wird nun im April ein Rechtsgutachten erstellt. Es geht jetzt darum, kann man die Frau zur Folter bringen oder nicht. Folter war damals ein Mittel, es war keine Strafe, sondern ein Mittel zum Herausfinden der materiellen Wahrheit. Was beim Hexenprozess besonders wichtig war, denn ich kann ja einen Teufelspakt, eine Teufelsbuhlschaft, also sexueller Verkehr mit dem Teufel, ich kann einen Hexenflug zum Hexensabbat ja nicht nachweisen. Also es gibt ja keine Indizien, die wirklich dafür sprechen. Das Einzige, was ich bei einem Hexenprozess nachweisen kann, ist eben dieser Schadenzauber. Das ist im Grunde ein Indiz, zumindest im damaligen Verständnis kann man natürlich sagen, gut, wenn die Beklagte bekennt, ich habe damals eine Kuh umgebracht und die Kuh ist wirklich gestorben, dann weiß das im Dorf jeder und dann kann man sagen, okay, das Indiz, das können wir jetzt glauben. Also insofern ist jetzt eben die Folter ist ein zentrales Instrument im frühneuzeitlichen Strafprozess generell und im Hexenprozess ganz besonders. Und dieses Gutachten, das nun Mitte April dann letztlich vorliegt, sagt nun im Fall der Elisabeth Metzger, ja, die Indizien sind so stark, wir können zur Folter schreiten oder wir müssen zur Folter schreiten, um hier einfach die Wahrheit herauszufinden. Und
Das Gutachten, das dann letztlich von Stuttgart aus akzeptiert wird, ist letztlich dann, wenn man so will, die entscheidende Wende in diesem Hexenprozess, wie auch in vielen anderen Hexenprozessen. Es ist immer entscheidend, wird die Folter eingesetzt? Und wenn ja, wie wird sie eingesetzt? Welche Art von Folter wurde denn vorgenommen? Es gibt in Württemberg in dieser Zeit im Prinzip drei Grade von Folter. Der erste Grad ist also die Anlegung der Daumenschrauben, dann die sogenannten spanischen Stiefel, wo eben die Schienen und Wadenbeine gequetscht werden. Und dann vor allem das Aufziehen, wo eben die Beklagten mit auf dem Rücken verbundenen Händen hochgezogen werden. Das sind so die drei Grade der angewandten Folter. Man muss natürlich bedenken, bevor die Folter wirklich angewandt wird, wird sie natürlich schon angedroht. Und dieses Androhen ist im Grunde ja auch schon ein Weg zur Folter und setzt den Beklagten psychisch total unter Druck. Und man kann dann noch einen Zwischenschritt einfügen, indem man schon mal die Folterinstrumente, bevor man sie wirklich anwendet, anlegt, um da praktisch anzudrohen. Und in diesem Stadium befinden wir uns jetzt hier im April 1667. Die Folter wird prinzipiell erlaubt. Das ist die Wende im Prozess. Der Elisabeth Metzger wird nun bekannt gemacht. Man kann Folter anwenden. Gleichzeitig wird ihr doch nahegelegt, dann auch wieder von den geistlichen Personen auch, ob sie denn nicht gütlich jetzt hier bekennen will. Man wollte ja aber ein Geständnis dann erpressen in dem Sinne, indem man halt natürlich androht, sonst droht ihr die Folter. Ein Geständnis musste man letztlich haben, um verurteilen zu können. In der Tat wird dann auch noch nahegelegt, sie soll doch gütlich bekennen, sie solle doch ihre alten Glieder schonen und so weiter und so weiter. Und das führt in diesem Fall nun in der Tat dazu, dass die Elisabeth Metzger zusammenbricht und eben dann alles Mögliche bekennt, was sie denn gemacht hat. Die Geständnisse in Württemberg entsprechen dann letztlich dem sogenannten elaborierten Hexenbegriff, wie er eben entwickelt worden ist im 15. Jahrhundert mit den klassischen Bestandteilen. Pakt mit dem Teufel, Teufelsbuhlschaft, Flug zum Hexensabbat und letztlich auch Schadenzauber. Also das kommt dann letztlich alles. Es werden von der Beklagten viele Geschichten erzählt. Es geht über viele Seiten, was denn sie alles verbrochen habe. Aber das wird sie sich ja ausgedacht haben, nach heutigem Stand. Das hat sie sich natürlich ausgedacht, genau. Aber es ist natürlich, wenn jemand sich was ausdenkt, dann ist er natürlich, das Ganze musste ja plausibel erscheinen, ist er natürlich an der Wirklichkeit schon irgendwie orientiert. Das heißt, er wird jemanden angeben, der eh schon im Verdacht der Hexerei steht beispielsweise. Oder vielleicht auch jemand, mit dem er nicht gut zu sprechen ist. Das heißt, das ist nun das Entscheidende für den weiteren Verlauf auch eines Hexenprozesses beziehungsweise die Einleitung einer möglichen Hexenprozesswelle, wer wird nun beschuldigt? Es geht nicht nur darum, Taten zu bekennen, sondern auch Komplizen zu benennen. Denn die Hexen sind ja in großer Zahl vorhanden nach der Vorstellung des Hexensabbats. Da müssen ja sehr viele Personen sein. Und jetzt ist die Frage, gibt es weitere, die eben schuldig sind? Elisabeth Metzger beschuldigt letztlich 19 Personen. Darunter zwei Frauen, die schon mehr als 10 Jahre zuvor in den Mückmühler Hexenprozessen beklagt waren und vor Gericht standen. Das ist eine Martha Kaisersbergerin. Das ist eine Frau, deren Mann 1656 während des Prozesses eben der Folter erlegen ist, also der während der Folter gestorben ist. Und eine Maria Kaiser, eine Metzgersfrau, auch aus Mückmühl, beide aus Mückmühl. Und die werden nun vor Gericht gezogen, um eben zu überprüfen, wie plausibel die Vorwürfe sind. Man muss dazu sagen, also gerade gegen die Maria Kaiser, diese Metzgersfrau, wurden also nach dem Prozess von 1655, Anfang 56, bevor sie entlassen wurde, und dann in den Jahren danach immer wieder Anschuldigungen vorgebracht. In den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre mal, da hat dann im Grunde der Oberrat gesagt, okay, man soll sie nur weiter beobachten, also jetzt erstmal nichts tun und jetzt kommt sie eben wieder in das Räderwerk der Prozesse. Wenn solche Beschuldigungen nun vorlagen, mussten die also zunächst mal bestätigt werden und dann war eine sogenannte Konfrontation vor Gericht vorgesehen. Das heißt also, diejenige, die die Beschuldigungen ausspricht, also in dem Fall die bereits verurteilte Elisabeth Metzger, wird mit der Beschuldigten
konfrontiert, wird ihr gegenübergestellt und sie muss es ihr ins Gesicht sagen. Und dann wartet man im Grunde die Reaktion der Beschuldigten ab, wie äußert sich die nun dagegen. Und diese Konfrontationen werden dann auch durchgeführt. Im Mai 1667 sind wir da jetzt schon. Und diese Martha Kaisersbergerin, das ist dann eigentlich sehr interessant, um auch mal so ein bisschen die Folgen dieser Prozesse in den Blick zu nehmen, die kommt also vor Gericht. In den Akten ist vermerkt, sie zittere schon ungemein. Verständlich. Sie hat also riesige Angst, sagt, dass ihre Daumen eben durch die Anwendung der Daumenschrauben 10 Jahre zuvor bereits so geschädigt worden seien, dass sie sie praktisch gar nicht mehr gebrauchen könne. Und behauptet dann zunächst, dass das Zittern von der früheren Tortur käme. Das wird dann vom Gericht eigentlich so relativiert. Nee, kann ja nicht sein. Wir haben ja alles so nach Recht und Gesetz gemacht. Und nachdem sie dann aus dem Gericht draußen gewesen sei, hätte das ja auch aufgehört. So wird es dann in den Akten notiert. Ja, diese Konfrontation verläuft mit einem erwarteten Ergebnis. Natürlich, die beklagt werden, streiten es ab. Die andere bleibt dabei, weil wenn sie jetzt ihre Beschuldigung relativieren würde, würde sie gleich wieder gefoltert werden und man müsste das Ganze ja nochmal verifizieren. Also es ist eine Situation, die dramatisch ist. Es gibt also in den früheren Prozessen auch teilweise dann Szenen, wo dann also die Beklagten ganz verzweifelt toben und auf dem Boden sich wälzen, was dann wieder als Indiz genommen wird, dass die doch irgendwie vom Teufel besessen sein müssen. Es kommt zur Konfrontation teilweise von engen Verwandten auch, die sich dann gegenseitig praktisch beschuldigen müssen. Aber es ist natürlich, jeder versucht, seine Haut zu retten. Ja, genau. Und nun ist es eben so, dass die Frauen, die beklagt werden, zunächst mal wieder heimgelassen werden. Also die werden entlassen. Es geht dann in dem Prozess gegen die Jägerin, also gegen die Elisabeth Metzger, dann noch ein bisschen hin und her in dem Sinn, als sie nochmal ihr Geständnis widerruft. Also sie ist so ein letztes Aufbäumen im Grunde vor der drohenden Hinrichtung. Furcht und Schmerz hätten nur ihre Aussage bedingt. Aber sie bricht natürlich dann unter Androhung der Folter gleich wieder ein. Das ist klar. Die beiden beklagten Frauen, die Kaiserin, also die Maria Kaiser und die Martha Kaisersbergerin, die werden also mehrmals einbestellt, dann auch mit Folter bedroht. Das ist sozusagen dieser erste Grad der Tortur, wie man vielleicht auch sagen könnte, dass sie bedroht werden. Also der Scharfrichter sagt, ja, man wird also die Martha Kaisersberger, die werden wir strecken, dass die Sonne durch sie durchscheinen kann und so. Also so werden die Frauen da mit solchen massiven Drohungen konfrontiert. Aber sie bleiben eben dann bei ihrer Aussage, dass sie mit dieser ganzen Hexensache und mit Zauberei nichts zu tun haben würden. Am Ende kommen sie mit dieser Argumentation durch, weil in dem Fall der Stuttgarter Oberrat sagt, okay, also wir unterstützen, dass die Elisabeth Metzger hingerichtet wird, auch der Herzog gibt da sein Plazet, aber die beiden anderen, die soll man nun zunächst mal nur beobachten und das Werk auf sich beruhen lassen, wie es dann heißt. Und das ist insofern erstaunlich, weil gerade gegen die Maria Kaiser ja schon 10 Jahre zuvor massive Vorwürfe geäußert wurden. Sie wird auch gefoltert, sie kann ein Geständnis vermeiden, sie wird entlassen, aber diese Entlassung heißt ja nicht, dass sie freigesprochen worden ist, sondern das ist im Grunde, also der Fachbegriff heißt Absolutio ab Instantia, das heißt, sie ist praktisch von der Instanz, also vom Gericht entlassen, so nach dem Motto, wir können die Vorwürfe nicht belegen, aber sie stehen nach wie vor im Raum. Und diese Vorwürfe werden immer wieder aktualisiert in den Jahren dann bis zu dem zweiten Prozess. Und sie wird wieder besagt, also denunziert jetzt hier 1667. Und trotzdem sagt in dem Fall jetzt aber der Oberrat in Stuttgart, okay, wir beobachten sie weiterhin, aber wir unterwerfen sie nicht der Folter. Die Elisabeth Metzger wird dann Anfang Juni 1667 hingerichtet und die beiden anderen werden nach Hause entlassen zunächst mal. Und es bleibt auch dabei. Also es gibt ja dann in Möckmühl keine weiteren Prozesse mehr wegen Hexerei. Und gerade auch die Maria Kaiser, die wird dann noch relativ alt sogar. Also die stirbt erst im Jahr 1703. Was ist bekannt über die Art der Hinrichtung? Wurde sie gehängt? Das Urteil lautete bei den Hinrichtungen in Hexereiverfahren immer auf Verbrennen bei lebendigem Leib.
wurde aber in der Regel abgemildert, indem zunächst eine Enthauptung vorgenommen worden ist und dann eben der Körper verbrannt worden ist. So ist es in dem Fall auch gemacht worden. In den früheren McMüller-Prozessen, da hat man bei der ersten Hinrichtung keine Enthauptung vorgenommen, sondern hat der Beklagten so ein Pulversäckchen um den Hals gehängt, um eben die Leidenszeit zu verkürzen. Aber die Hinrichtung ist wohl auch schief gegangen. Also dieses Pulversäckchen hat seine Wirkung wohl nicht getan, sodass die Frau dann wirklich elendig verbrannt ist auf dem Scheiterhaufen. Der Fall Elisabeth Metzger war der letzte Hexenprozess in McMühl. In der Regel führten Hexenprozesse, vor allem wenn es mehrere gab, dazu, dass Orte von Auswärtigen gemieden wurden. Das schädigte den Handel. Langfristig führten die Prozesse dazu, dass sich eine Gemeinde isolierte und auch, dass das gesellschaftliche Vertrauen innerhalb der Gemeinde geschädigt wurde. Das war aber nicht der Grund für das Ende der Hexenverfolgung. Sie endete auch nicht, weil die Leute nicht mehr an Hexen glaubten. Das taten sie sehr lang, bis ins 18. Jahrhundert und teilweise bis heute. Sie endete dadurch, dass man das Verfahren anzweifelte. Es führte zu exzessiven Folterungen. Die beschuldigten Männer und Frauen hatten kaum eine Chance, aus diesen Prozessen herauszukommen. Das war auch den Zeitgenossen bewusst. Und dort setzt auch die Kritik an. Bei den Hexenprozessen in der Stadt Ellwangen beispielsweise wurden etwa 450 Menschen, vornehmlich Frauen, Opfer der Hexenverfolgung. Etwa die Hälfte aller Frauen und jeder sechste Mann in der Stadt. In McMühl sollen es nur 10 Prozesse und 5 Opfer gewesen sein. In der nächsten Folge der Kriminalstimme geht es um ein sehr junges Thema. Polizisten mit ganz besonderen Fähigkeiten, die bei der Identifizierung von Straftätern helfen sollen. Sogenannte Super Recognizer. Kriminalstimme ist ein Podcast der Heilbronner Stimme. Für Fragen und Anregungen schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an podcast@stimme.de.